Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play Gothic 2, Folge 19. Zuerst mal, bevor es losgeht, liebe Freunde, die Abstimmung läuft immer noch bis Sonntag. Heute ist ja Freitag und ihr habt noch 2 Tage Zeit abzustimmen. Die Abstimmung findet ihr unter dem Reiter Community auf meinem Kanal. Da habe ich eine Umfrage gestartet, bei wem wir in die Lehre gehen sollen, bei welchem Meister. Und dann ab nächste Woche Montag werden wir dann sozusagen in der Folge den Meister auswählen, der gewonnen hat in der Umfrage. So, ich habe wieder ein paar Kommentare bekommen, sogar einige. Vielen, vielen Dank wieder dafür. Ihr seid die Geilsten einfach, wirklich. Ihr seid die Geilsten. Das ist so geil, mit euch Gothic 2 zu zocken. Bin immer übelst hyped. Vielen Dank für die Kommentare. Also ich habe die auch hier gleich vor mir liegen. Ich werde auch nochmal drauf eingehen. Ich werde jetzt nicht versuchen, gegen Alric zu kämpfen. Er erzählt alles weiter. Was machst du? Warum stehst du hier direkt auf dem Weg? Ich bin ganz deiner Meinung. So. Was wir jetzt machen werden. Ich konnte auf die Kommentare der Folge 15 und 16 eingehen. Also die sind jetzt mittlerweile draußen. Weil alles, was danach kommt, kann ich leider noch nicht sehen. Was wir aber jetzt als erstes machen, Gürkchen, Grüße gehen raus, hatte, glaube ich, geschrieben unter der Folge 17. Unter der Folge 16, nicht unter der Folge 17. Dass die Ork-Waffe eventuell noch da liegt. Die Wölfe oder Ork sind despawned, weil ich gespeichert habe. Aber die Waffe liegt eventuell noch da. Ja, die liegt eventuell noch hier. Und zwar habe ich mir auch gemerkt, ungefähr wo ich den Ork, beziehungsweise wo der Bartok den Ork umgebracht hat. Das war bei einem Stein und einem Baumstumpf. So, hier so. Hier ist der Ork gestorben. Und Tatsache. Krass! Die Ork-Axt ist noch da. Geil. Vielen Dank für den Tipp. Geil, ich habe die Ork-Waffe. Ich weiß, es gibt noch woanders eine Ork-Waffe, habe ich auch Kommentare bekommen. Aber ich feiere das gerade, dass die Ork-Waffe noch da liegt. Cool. Okay, dann flitzen wir mal schnell zurück. Das haben wir gemacht. Ja, viele haben auch geschrieben jetzt mit dem Bogen, dass ich versucht habe, da die Viecher mit dem Bogen zu erledigen, obwohl ich das gar nicht geübt habe. Ja, da habt ihr recht. Allerdings, ich finde es halt ein bisschen, das muss ich halt dazu sagen, ich finde es ein bisschen bescheuert, dass der Pfeil an sich trifft, aber es halt keinen Schaden macht. So, dann hätten die das doch halt wenigstens so machen können, dass der Pfeil den gar nicht erst trifft. Deswegen regt es mich so auf. Deswegen sage ich, ich treffe den, aber es macht keinen Schaden. Das macht für mich keinen Sinn einfach. So, ne? Aber im Prinzip habt ihr ja natürlich recht, dass man da noch keinen Schaden macht oder wenig Schaden. So, ich speichere mal auf die 2. Und dann gehen wir jetzt mit der Ork-Waffe zum Harad. Bis jetzt sieht es übrigens sehr gut aus für den Harad. Also viele, viele, viele Leute haben gestimmt für den Harad, der hier ganz unschuldig sein heißes Eisen ins Wasser hält. Steht auf einmal ganz woanders. Lass uns nochmal über die Sache mit dem Ork reden. Lass uns nochmal über die Sache mit dem Ork reden. Was? Was ist denn los mit dem, sag mal? Ja, was ist denn los mit dir? Dein Ork ist schon so gut wie erledigt. Gut. Man verliert keine Worte mehr, sondern lass Taten sprechen. Ja, ich hab die Ork-Waffe, die du wolltest. Ich hab die Ork-Waffe, die du wolltest. Zeig her. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals war ich Soldat im Ork-Krieg. Hat er sich direkt angelegt, das waren harte Zeiten, das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. War ganz einfach. Wann kann ich bei dir als Lehrling anfangen? Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Zeig mir deine Ware. Ja. Zeig mir deine Ware. So, wir gucken mal, was der hat. Aha, aha. Bei ihm kann ich verkaufen. Da hat sie einen Wert 3. Aber die hat sie wahrscheinlich überall. Die Axt. Okay. Dann haben wir das auch erledigt, Freunde. Sehr schön. Aber freut mich, haben wir wieder eine Quest erledigt. Und jetzt gucke ich mir nochmal ganz kurz die Kommentare an. Energy Bits hat auch wieder ganz viel geschrieben. Vielen Dank dafür.
Two Fucking Chickens hat geschrieben, deine Liverm-Version hat auch Vorteile. Du kannst während des Kampfes per Schnelltaste Heil- oder Mana-Tränke konsumieren. Das Schafsfell für 1500 fand ich auch nützlich und ist längst amortisiert. Die Frage ist jetzt nur, ob ich darauf... Ich weiß nicht, vielleicht später mal, wenn wir viel Kohle haben, weil im Moment kann ich es mir bei weitem nicht leisten. Hier, bei dem kannst du das Silberzeug für den Normalpreis verkaufen, wenn du die Diebesgilde... Ach so, wenn du die Diebesgilde findest. Na gut, das ist jetzt auch noch nicht... Das hat geschrieben der Andi. The Daidara hat geschrieben... Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die Dietriche brechen deshalb schnell ab, weil du wenig Geschicklichkeit hast. Fand ich auch sehr interessant. Also es hatten auch ein paar geschrieben, dass es gibt gar keine höheren Klassen mehr. Du wirst immer besser, je geschickter du wirst. Das fand ich ziemlich cool. Das fand ich wirklich richtig nice. Und deswegen werde ich auch ein bisschen Geschicklichkeit üben, dass wir da nicht mehr so viele Probleme haben dann beim Truhe knacken. Dann, Meet a Sheep. Alter, du hast ein ultralangen Kommentar geschrieben mit Tipps. Das kann ich gar nicht alles vorlesen. Das ist zu viel. Das müsst ihr euch mal geben. Folge 15, den Kommentar von Meet a Sheep. Der hat richtig viel geschrieben. Richtig, also vielen, vielen Dank dafür. Ich habe es mir auch durchgelesen, aber wenn ich das jetzt vorlese, das würde... Da wäre die Folge... Verzeihung. Wäre die Folge wieder vorbei. Das ist doch alles nur Gerät. So. Falschen lernen kann man bei Lutero, habe ich gelesen. Und der ist im oberen Viertel. Ja. So, jetzt ist aber die Frage, was machen wir jetzt noch? Gegen den Typen komme ich leider nicht an. Gegen den... Na, wie heißt er? Ihr wisst schon, hier. Der Kampfboy in seiner Arena. Piratenhandel, was ist das? Der Pirat Skip erzählte mir, dass der Stadthändler Baltram mit den Piraten Geschäfte macht. Baltram? Kenn ich den schon? War ich schon mal bei dem? Bestimmt nicht. Banditen Jacks Leuchtturm, Informationen für Gabe, Cargon Silber, der Weg ins obere Viertel. Ja, also wir werden ins obere Viertel kommen, wenn wir uns, wie gesagt, bei einem Meister als Lehrling bewerben. Und wir könnten jetzt das sofort machen, bei Konstantino, als auch bei Bospa, als auch bei Harad, aber ich warte, wie gesagt, noch. Nächste Woche Montag geht's dann los. Okay. Konstantino ist noch da. Ich gucke immer, ich äugel immer mal ein bisschen durch die Häuser, dass alle NPCs noch da sind. Wer ist denn Baltram? Wo ist Baltram? So soll es sein. Ich steck fest wieder. Der Zorn. Wir haben noch 90 Gold. Wir könnten Geschick lernen. Wir könnten Geschick lernen und nochmal ein bisschen klauen gehen. Ich glaube da nicht dran. Er redet einfach zu viel. Nee, wisst ihr, was wir machen? Wisst ihr, was wir machen? Das hatte auch, ich muss jetzt kurz mal, ich hatte kurz Brain Freeze, Freunde, ne, ist gerade runtergefahren. Jetzt bin ich aber wieder voll dabei. Wir können mal zum Puff gehen. Da waren wir nämlich noch gar nicht. So, und da müssen wir auch rein, Freunde. Ist auch wichtig, ist auch ein Teil von Gothic 2, ne? Also wenn man, den dürfen wir nicht übersehen. So, das heißt, ich flitze jetzt nochmal zurück. Haben auch viele Leute geschrieben, dass die Liverm-Mod ziemlich schwer ist. Da habt ihr recht, damit habe ich gar nicht gerechnet. Also. Wir packen es trotzdem, Freunde. Wir packen es trotzdem. Man muss aufpassen, wenn man so rumerzählt. So. Dann gehen wir mal hier rein. Was stehst du hier draußen rum? Geh rein und triff dich mit der leidenschaftlichen Nadja. Dieses heiße Geschöpf der Nacht wird deinem Leben einen neuen Sinn geben. Ist das die hier so komisch tanzt? Ich hoffe nicht. So. Dann bist du Bromor. Gehört dir der Laden hier? Ich bin Bromor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag meine Mädels. Und wenn du meine Mädels auch magst, dann bezahlst du dafür 50 Goldstücke. Und komm nicht auf die Idee, hier Ärger zu machen. Nee.
Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich. Oder glaubst du, ich will wegen sowas im Knast landen? Nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ist dir mal ein Mädchen abhanden gekommen? Ach so, ja. Tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Geil. Lucia ist ihr Name. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten bisher noch keine Spur von ihr gefunden zu haben. Ah, scheiße. Ich will mich amüsieren. Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn ich sie zu fassen kriege, kann sie was erleben. Was geht dich das eigentlich an? Willst du dich jetzt amüsieren oder was? Ist gut, beruhige dich. Ich will mich amüsieren. So, ich spreche lieber mal so mit Sprich mit Bromor, wenn du Spaß haben willst. Hey, du. Hey, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, Süßer. Sprich mit Bromor, wenn du dich amüsieren willst. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen über die verschwundenen Leute. Ich könnte dir einiges erzählen, aber nicht hier, Süßer. Dann lass uns nach oben gehen. Gut, aber vorher regelst du das mit Brumor. Alter, ich will keinen Ärger. Ich werde mich da nicht einmischen. Was hat die denn für einen Ausschnitt, bitte? Und es wird noch viel schlimmer. Irgendwann musste es ja so kommen. Das habe ich schon gesagt. Ja, na gut, 50 Gold. Ich weiß echt nicht. Ich habe 50 Gold, aber darüber muss ich erstmal grübeln. Mach ich's nicht? Ja, ich mach's. Let's go. Promor! Ich will mich amüsieren. Gut. Die nächsten Stunden deines Lebens wirst du so schnell nicht vergessen. Geh mit Nadja nach oben. Das klingt, als würde ich sie mit dir verbringen. Viel Spaß. Jo, danke. Nadja, komm, hör auf zu trinken. Abflug. Lass uns hochgehen. Heute ist dein Glückstag, Süße. Gehen wir. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Gehen wir. Das habe ich schon immer gesagt. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Warte mal hin, Mensch. Der erzähle ich gar nichts mehr. Ey, selbst wenn ich normal laufe, bin ich schneller als die. Das habe ich schon immer gesagt. Das ist mal wieder typisch. Sag du es mir. So, wo rein? Er redet einfach zu viel. Wo geht's lang? Du gehst vor. Ist doch wahr. Was du nicht sagst. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ich habe noch nie in Gothic einen NPC eine Tür aufmachen sehen. Wie cool. Ich glaube, das ist ein Tool. Wie cool das hier aussieht. Laut. Bett. Geil, mit den Teppichen auch überall. Oh, es ist ein Augenschmaus, Freunde. Ein Augenschmaus. So, können wir jetzt reden? Hier oben sind wir ungestört. Brumor sieht es nicht gerne, wenn wir während unserer Arbeit mit den Gästen reden, ohne dass es ihm etwas einbringt. Du willst also mehr über die verschwundenen Leute hier am Hafen erfahren, ja? Ich weiß nicht, ob ich dir eine große Hilfe sein kann, aber ich kann dir sagen, wohin Lucia verschwunden ist. Dann plauder mal. Ach, erzähl mir von Lucia. Niemand ist dir wirklich traurig darüber, dass sie weg ist. Warum? Ich glaube, es gibt niemanden hier, den sie nicht versucht hat auszunutzen. Sie war ein echtes Miststück. Wohin ist sie verschwunden? Sie hat sich öfter mit Elridge, dem Lehrling des Tischlers Torben, aus der Unterstadt getroffen. Kenn ich. Ich wette mit dir, dass sie mit dem jungen Kerl durchgebrannt ist. Wo könnten die beiden hingegangen sein? Wenn sie nicht von den Wölfen gefressen wurden, dann schätze ich, sind sie bei den Bauern untergekommen. Wo sollten sie auch sonst hin? Was weißt du sonst noch? Ich habe vieles über verschwundene Leute hier am Hafen gehört. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Geschichten Glauben schenken darf. Du solltest dich mal mit den Händlern hier unten unterhalten. Ja, hab ich doch mehr schon. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Nun, was ist mit uns beiden, Schätzchen? Immerhin hast du dafür bezahlt. Willst du dich nicht noch ein wenig amüsieren, bevor du wieder gehen musst?
Freunde, ich weiß, es wäre sinnlos, jetzt zu gehen. Ich meine, wir haben bezahlt, versteht er? Und es ist halt... Ich kann jetzt... versteht ihr? So, das hat gar nichts mit Lust bei euch zu tun, Freunde. Ne? Oder ich will das unbedingt sehen, aber... Ich habe dafür bezahlt, ne? Mal ehrlich. Und im Moment müssen wir wirklich jeden Taler zusammenkratzen. Also, Geld ist weg und wenn ich das jetzt nicht mache, dann war es teilweise umsonst. Also, Abfahrt. Und die verpiss ich einfach. Richtig unromantisch. So, gucken wir mal, ob hier gerade noch jemand beschäftigt. Das war keine große Sache. Oh! Ey! Hey! Was machst du hier? Hey, was liegt an? Mann, ich bin beschäftigt! Lass mich in Ruhe! Das ist doch kein Geheimnis. Geil, wir können da jetzt einfach reinschnuppern. Hier auch jemand? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Hier ist hier niemand, aber kann ich in die Wanne steigen? Ja, mit Klamotten wieder. Es war doch. Und es wird noch viel. Hä? Warum ist sie jetzt? Wartet mal. Wenn ich es nicht mit eigenen Macht sogar die Augen zu. Zoom. Okay. Alles klar, das reicht. Wir verziehen uns wieder. Der erzähle ich gar nichts mehr. Essenz der Heilung? Hör damit. Das war keine. Dein? Nehme ich. Ist da nicht noch was? Ist hier noch eine Kiste irgendwo? Kiste? Drüben war noch eine Kiste. Die werde ich auch auf jeden Fall ausnehmen. Ich werde mich da nicht einmischen. Degen. Ach, erzähl mir nicht so. Schaden 40. Dietrich. Kann ich den Degen anlegen? Er soll dir lieber den Mund halten. Ah, Geschicklichkeitspunkte. Das muss ich sowieso lernen. Und macht 10 mehr Schaden. Wer sagt denn sowas? Quatsch. Ich habe 29 Lernpunkte. Alter, ich mach Geschick. Dann kann ich den Degen nehmen. Cool. Weg da. Schnell zu Laris Geschick lernen, Freunde. Komm ich hier rein? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Bin ich aber mal gespannt, wenn ich mehr Geschick lerne, ob ich dann alle Türen öffnen kann oder ob das dann scheißegal ist, wie viel Geschick ich habe. Dass es sozusagen immer Türen gibt, die ich einfach nicht öffnen kann ohne den Schlüssel. So. Bring mir was bei. So, Geschicklichkeit plus 5. So, ich mach erstmal 10. Du hast schon etwas an Geschicklichkeit gewonnen. Auf jeden Fall. Dann gucke ich nochmal eben, ob wir gleich bei ihm noch was sagen können wegen der verschwundenen Wegen der verschwundenen. Ja, okay, nichts Neues. Könntest du mir helfen, eine Gemeinschaft anzuschließen? Das will ich nochmal kurz Quatras sagte, du könntest mir helfen, mich einer Gemeinschaft anzuschließen. Keine Lust, den Leuten hier. Ach ja, das habe ich schon. Klar. Ich kann sicher, aber. Das, müssen wir dann auch nochmal machen, Freunde. So eine Abstimmung dafür, wo wir uns dann anschließen. So, ich speichere direkt wieder auf die Dry. Und wir gehen jetzt eben kurz bei Vatras vorbei, dann will ich gucken, ob ich dem was sagen kann. Prima, jetzt haben wir einen Degen. Huch. Okay, alles klar, da müssen wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen mit dem rechts und links. Und der Degen ist auf jeden Fall ein bisschen länger. Das heißt, damit können wir ein bisschen weitere Distanz gehen. Und, Freunde, was noch jemand... Jetzt fällt mir das gerade ein. Jemand hatte noch geschrieben, wir können uns bei Lema auf den Nacken von Laris Geld leihen und der übernimmt das einfach. Das hatte der auch ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, ich brauche Geld, hat Laris gesagt, ja, der schuldet mir noch was, leih dir was und du musst es nicht zurückzahlen. Ist das noch aktuell?
Ich will es nur mal probieren, Freunde. Das wäre ja mal richtig krank. Wenn das gehen würde. Ist doch nichts Neues. Lema! Ach Quatsch, erst speichern. Speichern. Auf die 2. Leih mir Geld. Klar. Wie viel will... Tausend Goldmünzen. Du hast ja wohl nicht alle Tassen im Schrank. Ich gebe dir mal 100. Und vergiss nicht, morgen will ich sie wieder haben. Wir gehen jetzt erstmal zu Laris und sagen, jo, der hat mir 100 Gold geliehen, zahl dem das. Ich habe jetzt aber die Befürchtung, dass wir nicht mehr als 100 kriegen werden. Hey, du. Nee, ich kann dem jetzt nicht sagen. Ja, und was... ich habe da die Option gar nicht. Zu sagen, ich habe mir Geld geliehen bei Laris. Also, ich habe mir Geld geliehen bei Lema. Und das kann ich dem Laris gar nicht sagen. Deswegen, ich werde mir kein Geld von dem leihen. Weil ich glaube, also klar, ich könnte mich jetzt darauf verlassen, dass das funktioniert. Aber was denn nicht, Freunde? Das ist mir zu heiß. Wenn jetzt jemand genau Bescheid weiß und sagt, ja, das wird später noch kommen, du kannst dir da unbesorgt Geld leihen, das ist gar kein Problem, dann mache ich's, aber so ist es mir noch ein bisschen zu ungewiss. So, aber ich gehe jetzt erstmal noch zu Vatras. Yo, Vattiboy, alles klar. Haben noch mehr Steintafeln für dich? Nee, noch nicht, wegen dieses Wachhändlers. So. Wegen... Was spielt... Ja, das ist... wegen der vermissten Leute. Guck mal. Wegen der. Ja. Ich will dir erzählen, was hast du herausge. Bisher leider nichts wie. Okay, da wissen wir auch noch nichts. Aber was sagt er jetzt wegen des Waffenhändlers? Wegen die. Sprich mit Martin, dem Proviantmeister der. Erst mit. Du findest Martin im. Ja, okay. Also kann ich jetzt nochmal. Dann lade ich nochmal schnell neu. Ach Junge, was ist denn mit meiner Maus los? So. Dann lade ich hier nochmal bei Lema und dann gehe ich direkt zu Martin. Weil ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dem noch was besprechen konnte. Ich glaube da nicht dran. So, Bürgerin. Was geht bei dir, Halvor? Ist klar, zeig mir deine Fische. Was ist das für ein Satz? Zeig mir deine Fische. Alter, was ist denn... Oh, ich habe in seinen Fischen drin gesteckt. Ritter. Martin. Martin, kann ich mit dir noch irgendwas besprechen? Nee, ne? Alle Kisten noch da. Wie war das noch? Also, du sollst... Ja. Okay, das heißt, wir müssen... Ich denke mal, wir werden irgendwann demnächst auch mal zu Arkil hochgehen. Da stehen ja die Kollegen von den Banditen. Und die müssen wir mal aufmischen, Freunde. Aber das werden wir jetzt nicht machen. Ich habe 40 Gold. Aber wisst ihr, was ich mal machen werde? Ich werde mal... Ich will mal kurz, weil hier war irgendjemand. War das hier? Nee, wo war denn das? Oder hier war es, glaube ich. Da stand doch irgendjemand und hat da was bewacht. Der war so grantig. Ich will mal gucken, was da ist. So, auf die Dry. Hey, du bist ja immer noch hier. Hatte ich nicht gesagt, du sollst dich verpissen? Jetzt zeige ich dir, wer hier der Chef ist.
Was? Junge, ich hab einen Degen. Fuck, Alter. Ein Schlag, Junge. Ein Schlag. Scheiße. Der ist halt so weit oben. Ich glaube, der darf nicht... Zieh doch die Waffe! Oh, jetzt hat... Ja, warum... Warum hat er die Waffe nicht gezogen? Er hat jetzt wirklich die Waffe nicht gezogen. Wahrscheinlich durch meinen Seitfall. Also, meinen Schritt nach hinten. Ja, ja, komm, 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 komm. Jetzt zieh die Waffe! Fuck! Was ist denn mit Blocken, Junge? Okay. Ich glaube, das wird nicht, Freunde. Ich glaube, das wird nicht. Soll ich den mal direkt angreifen? Hey, jetzt. Nee. Was? Fuck. Den schaffe ich niemals. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Aber spätestens bei den Banditen muss ich ja auch kämpfen. Also. Ich habe ja auch keinen Feuerfall. Da habe ich noch 3 Stück. Hä? Achso. Ausrüsten. Probier's mal. Erwachte mit. Ja gut, also viel ist es... Ah, fuck, kein Mana mehr. Okay, also... nein. Scheiße. Hä? Ja. Ich kann's jetzt nochmal probieren. Ich gehe mal eben kurz raus. Hier habe ich ein bisschen mehr Platz. Der macht diesen... Der darf nicht diesen großen... Fuck! Jetzt macht er eine Combo. Komm! Fuck, Alter, der macht immer so... Okay, ich muss den Doppelschlag, aber vielleicht schaffe ich es. Ich muss diesen Doppelschlag abwarten. Dass er... Also er macht einen Doppelschlag und dann... Das wird tricky, Freunde. Ich probier's aber. Komm! Hä? Hallo? Oh! Jetzt kommt er. Ah, ich steck fest! Komm. So, Doppelschlag. Blocken, blocken. Der Doppelschlag, okay. Ich warte immer den Doppelschlag ab. Fuck. Warte. Fuck. Alter, wie schnell schlägt der denn zu, bitte? Doppelschlag und drauf. Alter, Alter, ganz ehrlich, was... Alter. Es ist aber auch übertrieben. Es ist übertrieben. Also, kommt schon. Wie schnell kann der denn bitte zuhauen? So, die Zeit ist auch gleich rum, Freunde. Ich werde es wohl nicht mehr packen. Ja, komm. Ja, 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 komm mit. Jetzt war... Geht das wieder los, Freunde? Das kann doch nicht sein! Fuck. Junge, blocke doch!
mache das jetzt durchgängig. Ich will nur mal kurz gucken, ob er dann wirklich die ganze Zeit blockt. Wenn ich wirklich prüge auf S, dann blockt er die ganze Zeit. Ich probiere jetzt mal gerade was. Okay, das probiere ich jetzt nochmal aus, Freunde. Scheiß drauf, dann überziehe ich ein bisschen. Wenn das jetzt funktioniert. Wenn ich jetzt wirklich die... Ich muss gerade die ganze Zeit auf S hämmern, dass er wirklich durchgängig blockt. Ist natürlich geil von Gothic gemacht eigentlich, dass du... Dass der nicht... Es wäre vielleicht sogar zu einfach, wenn du S gedrückt hältst und er dann die ganze Zeit blockt. Wäre vielleicht zu einfach. Deswegen haben die das eigentlich cool gelöst. Alter! Der behält aber auch nie irgendwie den Rhythmus bei. Das wechselt immer mal. Das ist richtig asozial. Wie es halt aber auch im echten Leben ist. Also muss man schon Gothic eigentlich auch anrechnen. So. Jetzt kommt er wieder nicht. Junge, wo steckst du wieder fest? Wo rennt denn der schon wieder lang? Was macht der da? Komm jetzt mit, Junge. Ich will nochmal aus Platzgründen hier draußen. Es ist ja... Ich lerne ja auch was dabei, Freunde. So, ich block jetzt nochmal durchgängig. Bis er seinen Doppelschlag macht. Doppelschlag, komm schon, Doppelschlag. Trifft er natürlich. Doppelschlag, okay. Warte. Jetzt war er. Und wieder blocken. Blocken. Komm. Doppelschlag. Blocken, blocken, blocken. Und das ist das nächste. Ich hab geblockt. Warum Nee. Nee. Ich bin da so zwiegespalten. Es ist so geil, aber es ist manchmal auch so scheiße. Ich habe jetzt die ganze Zeit funktioniert es durchgängig zu blocken. Die ganze Zeit. Und dann auf einmal nicht mehr. Fuck, ich muss unbedingt... Ich muss halt Stärke trainieren. Und eine bessere Rüstung, Alter. Ganz ehrlich, ich habe so viel Leben dazu bekommen. Ich habe eine Rüstung an. Wie kann der mich mit einem Schlag fertig machen? Das ist doch... Wie geht das? Was ist das für ein kranker Typ? Schon am... Das ist am Anfang. Wir sind ganz am Anfang. Ich renne jetzt nochmal schnell hier zu dem Kollegen. Hier kannst du mich eigentlich ausbilden. Was macht die Pflicht? Diese Burschen schwingen ihre Schwerter wie Bauern. Aber wenn ich mit ihnen fertig bin, wird jeder einzelne von ihnen ein zäher, harter Hund sein. Ja. Kannst du mich auch im Schwertkampf trainieren? Lord André hat angeordnet, dass wir hier jeden trainieren, der in der Lage ist, ja, die Stadt muss zu verteidigen. Ja, da muss ich ja bei der Miliz sein. Das gilt allerdings nur für die Kampfausbildung. Alle anderen Arten von Training sind der Miliz vorbehalten. Kannst du wenigstens halbwegs mit einer Waffe umgehen? Ich denke schon. Na gut. Du kannst anfangen, wenn du bereit bist. Du kannst mich trainieren? Womit sollte ich beginnen? Mit Einhand- oder mit Zweihandwaffen? Das kannst du halten, wie du willst. Wenn du dich nur auf eine Waffengattung spezialisierst, lernst du die andere automatisch mit. Wenn du zum Beispiel ein guter Kämpfer mit der Einhandwaffe bist, aber noch ein Anfänger mit der Zweihandwaffe, wirst du bei allem, was du an Training mit Einhandwaffen investierst, auch mit Zweihandwaffen besser werden. In diesem Fall ist das Training für dich anstrengender, als wenn du die beiden Waffenarten abwechselnd trainierst. Fang einfach an, dann wirst du schnell begreifen, wovon ich rede. Okay, nice. Ich will nur mal eben ganz kurz gucken. Lass uns mit dem Training beginnen. Alter, er kann mich trainieren, wie geil. Uns kostet nichts außer Lernpunkte. Mache ich unbedingt, Freunde. Ganz am Anfang, wir müssen es machen. Ihr seht das, wir müssen uns so oft prügeln. Gut, Freunde, da stelle ich mich mal hier neben den Wulfgar, der uns trainieren kann, dass ich es nicht vergesse. Und schauen den Jungs ein bisschen zu. Und dann bedanke ich mich, Freunde, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal.
Da würdet ihr mir eine große Freude machen und ihr seid auf der sicheren Seite, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag, einen schönen Freitagnachmittag und wir sehen uns dann nächste Woche Montag wieder, wo wir uns dann einem Meister anschließen werden, Freunde. Und dann können wir endlich in die Oberstadt. Das ist obergeil. Also, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.